mein Vater. Habt ihr ihn erkannt? Schlittenhunde sind sein neues Hobby. Das Komische daran ist, dass mein Dad bisher einen Hund kaum von einem Kamel unterscheiden konnte. Und so ganz sicher bin ich mir da übrigens immer noch nicht. Du musst dir das sagen. Ich kann dir das nicht sagen. Sie ist meine beste Freundin. Ich kann sowas nicht mit dir reden. Kommt ihr mit? Schweinespaziergang. Ich wollte noch zu Dominik. Ich muss weg. Okay. Ich hatte mir das so super vorgestellt. Auf dem Grieshaberhof zu sein, mit meinen besten Freunden. Doch jetzt war alles anders und total komisch. Hi, Nelly. Ich habe noch ein paar Sachen aus der Praxis besorgt. Alles in Ordnung? Ich meine, so einigermaßen. Ach, blöde Frage, was? Oh Mann, euer Haus versinkt im Wasser. Der Chef muss die Praxis zumachen und ich frage, ob alles in Ordnung ist. Oder ist noch irgendwas? Jesse. Also, was ist mit Jesse? Das wollte ich dich gerade fragen. Naja, das Übliche. Etwas Zoff mit ihrer Mutter, wenn du das meinst. Du kennst sie doch. Sie ist irgendwie komisch zu mir. Ich weiß auch nicht. Frag doch mal Pavel. Sie verbringen gerade echt viel Zeit miteinander. Natürlich. Ich hatte es gesehen, aber nicht verstanden. Pavel. Aber jetzt verstand ich es. Ah, Isa, guten Morgen. Ja, ich weiß schon, Chef. Ich bin einen Tick zu spät. Ja, den Tick von einer Stunde. Ja, aber ich bin auf dem Weg bei Ihrem Haus vorbeigefahren. Wow, die rennen uns ja die Bude ein. Ich weiß. Am Anfang habe ich sie für eine blöde Idee gehalten, aber jetzt kommen sie schon aus Andreaskirch rüber. Wir haben halt einen guten Ruf. Haben wir nicht irgendwas, was wir ihnen anbieten können? Kaffee. Ja, Kaffee für alle hier, oder? Ich meine, das wäre doch klasse, was? Isa, wir haben keine Kaffeemaschine, wir haben keine Kanne und wir haben keine Tasse. Das ist alles kein Problem. Ich hol was von Josephine. Und Vincent freut sich bestimmt auch. Sorry. Ja, da geht's zum Doktor. Da ist die neue Praxis. Claudi, grüß dich. Hier dürfen Sie... Hey! Ach, du bist das! Vincent! Hallo! Schön, dich zu sehen. Jobst Lauer aus Bremen. Ja, das bin ich, mit meinen Jungs. Nelly hat Brüder? Würde auch für Kinder passen, da hat man Ruhe während der Fahrt. Ist das okay, wenn ich sie rauslasse? Kommt drauf an, was ihr hier anstellt. Oswald, ruhig! Ich bin doch froh, dass du auch mal Gäste hast, ne? Ja. Nelly! Nelly, 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 Nelly! Schön, dich zu sehen. Jetzt bist du gewachsen oder trägst du hohe Schuhe? Oder du geschrumpft? Bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Frechheit. Aber wahr. Wer sind die denn? Ja, pass auf. Ich liebe Huskies. Ich wusste es. Komm her. Gott, die brauchen Wasser. Die sind am Verdursten. Ich hab denen in Bremen schon was gegeben. In Bremen? Ja. Und freust du dich? Ja.
Die hast du doch nicht extra für mich gekauft. Klar. Wir trainieren für Alaska. Super, dass sie gleich Zeit hatte. Ja. Das war ja auch höchste Eisenbahn für ihren Angelo. Aha. So. Der Hufstein hätte anfangen können zu eitern. Lassen wir da noch ein bisschen Luft dran. Und dann wird das schon wieder. Wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen? Na, das ganze Tal spricht doch schon davon, dass Sie da sind, Dr. Hanse. Aha. Na ja, und jetzt, wo der alte Doktor schwächelt. Der Dr. Wecker. Naja, also, ich will ja nichts sagen, aber der braucht ja wohl selbst mal eine Untersuchung, gell? Als ich bei ihm war mit dem Angelo, hat er gesagt, der ist kerngesund, obwohl der jetzt so stark gehumpelt hat. Und als ich dann was gesagt habe, da ist er sauber. Ja, jetzt ist Ihrem Angelo ja geholfen. Also. Stimmt, gell? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hey, Jobst! Philipp! Sind das Schlittenhunde da drin? Bin ich hier der Tierarzt? Schlittenhunde im Herbst? Was macht man mit Schlittenhunden, wenn kein Schnee fällt? Einfrieren? Doch nicht nur ich machte mir Gedanken über unsere Freundschaft und über die Zukunft. Hoffentlich hat sie nichts gemerkt. Glaub schon. Und was sollen wir jetzt machen? Also wenn wir sie sagen, dann ist sie sauer. Ja, wäre ich auch. Und wenn wir sie nicht sagen... Und sie es irgendwann herausfindet, ist sie genauso sauer. Das war Nelly. Hey! Ganz gut. Dafür, dass sie sich noch ans Gelände gewöhnen müssen, oder? Ist halt nicht Alaska. Übernimmst du? Ja. Und dafür, dass ein paar Spaziergänge im Weg waren, war es doch nicht schlecht, oder? Sag mal, waren das eben deine Freunde? Ich hoffe, du hast sie leben lassen. Hey, Philipp! Jobst. Hab dich nachgeschaut. Wir waren zu schnell. Ah, du überrascht mich. Keine Sorge, ist nichts passiert. Aber du hast Nelly ohne Helm fahren lassen. Helm? Ich hab doch auch keinen auf. Ja, ob du einen hast, ist mir egal. Nächste Runde nur mit Helm, Nelly. Klar? Das sind wunderschöne Hunde. Hab sie alle zusammengekauft, lern die Namen noch. Gab's die als Paket? Nee, als Gespann mit Wagen und Schlitten. Ein Arbeitskollege wollte sie loswerden. Da hast du natürlich sofort zugegriffen als alter Tierfreund. Eine Gelegenheit. Ich habe sofort an Nelly gedacht. Du, Nelly, das muss noch schneller gehen. Was meinst du, das kann man noch optimieren? Was, das hier? Nee, das Team. So, also für mich hat sich jetzt alles schon ziemlich schnell angefühlt, Papa. Nee, Huskies haben einen irren Bewegungsdrang. Stimmt's, Philipp? Da hat dein Vater recht. Ausnahmsweise. Sie hat uns sicher nicht gesehen. Die fahren viel zu schnell. Alter, waren die schnell. Hey, warte mal. Hier ist dieses Teil, dieses, Ich ruf dich zurück, okay? Ja, vielleicht heute Abend. Wir machen ein Lagerfeuer. Ja, ich könnte mich wegschleichen. Ich fänd's aber schöner, wenn du kommen würdest. Wir können ja auch so tun, als ob nichts wäre. Ich meld mich um. Und ruhig weiter mit ihr. Ja, mit ihr. Jessie? Aufgelegt. Danke. Danke. Au! Wir tun so, als ob nichts ist. Hältst du mich für so blöd? Und ich dachte, wir sind Freunde.
praktizierst du jetzt? Nee, ne? Doch. In der ollen Mühle? Wie geht denn das? Das war meine Idee. Mensch, ihr Ärmsten. Haus und Praxis auf einmal im Dutt. Da wär's doch besser, wenn ich Nelly gleich mit nach Bremen nehme, oder? Ich meine, in der ollen Mühle hier, ist das überhaupt erlaubt? Ich habe eine Sondergenehmigung. Du, Philipp, kannst du mal nach dem neuen Kälbchen gucken? Ich komme. Sondergenehmigung. Verstehe. Direkt vom Bürgermeister. Wie praktisch für Vinzenz. So läuft das hier auf dem Lande. Das nennt man Nachbarschaftshilfe. Ja, ein bisschen praktisch ist es schon auch. Ihr könnt ja weiter schlau über meine Arbeit sinnieren, währenddessen ich sie schon mal mache. Jessie? Hallo. Du, wir sitzen alle unterm Lagerfeuer. Komm damit runter. Nee. Na komm, nicht so schüchtern. Ups, hier finden auch Schlittenhundrennen statt. Auf dem Feldberg. Mhm. Da könnten wir, also, da könntest du ja auch mitmachen. Wäre eine Option. Die Witterung ist ideal. Nicht über 15 Grad. Das wäre dann zu warm für die Huskies. Ich habe ja deine Karre gesehen, ne? Den Trainingswagen. Ja, wahnsinnig schnell, das Teil. Können da auch zwei Personen drauf? Hast du Nelly gesehen, die ist gestern mitgefahren? Ich meine, zwei große Personen. Also, ich hätte morgen Zeit. Und Nelly, was meinst du? Hast du Lust, mit nach Bremen zu kommen? Hm? Ja, jetzt gleich. Hast du Ferien? Ach so, ja klar, in den Ferien. Ich habe nur ein paar Tage Zeit. Nelly könnte sich um die Huskies kümmern. Um Jack und Hank und die anderen Namen lerne ich auch noch. Und? Du hättest es mir ruhig sagen können. Du könntest mir wenigstens jetzt sagen. Ich weiß es doch selber nicht. Das brauche ich echt nicht. Ich habe euch doch gesehen. Und ich habe Pavel am Telefon gehört. Ich weiß es wirklich nicht. Pavel denkt, es wäre alles klar nach einem Kuss. Ich sehe das halt anders. Ach ja? Keine Ahnung. Ellie, für mich gehören wir irgendwie alle zusammen. Wir drei. Ja. Und? Du bist meine beste Freundin. Wie hätte ich denn das mit dir bereden sollen? Wenn ich deine beste Freundin wäre, dann hättest du das mit mir beredet. Husky-Hunde in Deutschland. Morgen. So früh wach? Du auch? Immer so früh wach. Kriegst du nicht mit, du Schlafmütze. Was machst du da? Was soll das? Ich dachte an ein Rennen. Ah, gegen Nelly und ihre Vater. Glaubst du, sie geht wirklich? Nach Bremen? Warum sollte sie? Ihre ganzen Freunde sind doch hier. Du machst das für Nelly, ja? Worauf warten wir? Ich helfe. Hier? Ja, genau. Muss größer werden. Okay.
Was willst du da vorspannen? Der langsamste Hund der Welt. Jobst will Nelly mitnehmen nach Bremen. Naja, soll er doch. Solange er sie nicht den ganzen Tag in der Großstadt alleine lässt. Ach, Nelly ist ja auch nicht mehr 5 Jahre alt. Und es ist doch gut, dass Jobst in Kontakt hält. Ja, vielleicht. Ja, natürlich, sicher. Und? Wie geht's dir so? Wie soll's mir denn gehen? Keine Gegenfragen. Die Praxis läuft gut, wenn man das Praxis nennen will. Aber die Mädchen... Was ist mit den Mädchen? Nelly hat ein bisschen Schwierigkeiten mit Pavel. Und Lilie Moser hat die ganze Zeit übers Gästezimmer. Ich glaube, die braucht auch mal ein bisschen Großstadtluft. Ich rede mit ihr. Tu das. Danke, Annette. Hallo? Hallo? Moment, ich komme ja schon. Ach. Sind Sie angemeldet? Nein, ich bin gerade vorbeigekommen. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Sprechstunde. Ja, aber auf Ihrem Schild steht, dass offen ist. Sie haben ja auch kein Tier dabei. Nein, aber ich habe Ihre Annonce gelesen. Ach, die. Die ist doch von Ihnen, Dr. Becker. Sie suchen einen Teilhaber. Hat sich erledigt. Hansen, stimmt's? Waldau. Ja, stimmt. Sie sehen doch, hier ist die Hölle los. Bei Ihnen läuft's nicht besonders, was? Nein, also ich meine doch. Wir hatten nur einen riesen Wasserschaden und die ganze Praxis ist vollgelaufen. Dann behandeln Sie doch Delfine. Ich komme hier gut allein zurecht, Herr Kollege. Tut mir leid, dass Sie sich hier bemüht haben. Schönen Tag noch. Ihnen auch, Kollege. Papa macht Hausbesuche. Ich weiß, Schatz, ich habe Papa heute schon gesprochen. Geht dir Josephine ein bisschen zur Hand? Was sollen wir hier denn groß helfen? Hier sind doch genug Leute. Lilie, es gibt immer was zu tun. Ja, für einen Bauern. Ich bin kein Bauer. Kann ich nicht zu dir kommen? Klar. Wir kuscheln uns aneinander. Du weißt ja, es ist ein bisschen eng hier. Wir kuscheln? Du meinst du, ich und dein neuer Typ? Nein, Jan wohnt doch nicht hier. Omi und uns beide meine ich. Warum sagst du das erst jetzt, dass du raufkommen willst? Weil wir einen Wasserrohrbruch hatten, weil wir nicht mehr ins Haus kommen und weil ich nicht gern mit Schweinen im Zelt schlafe. Was? Ist eine vollkommen verrückte Geschichte. Erzähl ich dir dann. Soll ich Nelly eigentlich gleich mitbringen? Wir drehen durch hier. Kann ich mir bei Nelly überhaupt nicht vorstellen. Ja, aber klar. Ich rede mit Papa. Ja, bitte, Mami. Hol uns hier raus. Viel schneller als beim ersten Mal. Ja, die kennen die Strecke jetzt schon ganz gut. Oh, Donny stolpert. Keine Angst, alles auf Kurs. Tun die Pfoten dir nicht weh bei dem Tempo? Nein, nein, die müssen so schnell rennen. Dann fühlen sie sich erst richtig wohl. Jetzt geht's bergab. Okay, los. Ja, los. Lauf, kommt schon. Los. Hopp, 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 hopp. Was sagt man eigentlich als Eskimo? Ich meine, was sprechen die überhaupt für eine Sprache? Ja, keine Ahnung, Haskisch. Los, kommt, los, los! Schon mal mit Hurra probiert? Ich glaube, es ist egal, was du sagst. Ja, hilf mir doch lieber. Wie denn?
Die haben halt keine Lust. Vorsicht, hier vorne kommt die scharfe Kurve. Ja, kein Problem. Verdammt, da, schnell! Victor, aus dem Weg! Nelly! 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 Seid ihr verletzt? Ich nicht, Nelly, du! Papa, die Hunde! Oh, ich glaube, Donnie ist verletzt. Oh. Ah, es tut mir leid. Wir waren so schnell. Wir müssen nach Hause. Okay. Au, mein Rücken. Ist Philipp da? Ich hoffe. Macht ihr den Wagen? Ist okay. Ja. Wir müssen nach Hause. Helft ihr uns? Ich sag kurz Bescheid. Ich kann nicht aufstehen. Wir tragen ihn. Ihr nehmt ihn auf den Wagen und dann fahren wir zu Phil. Ich kann ihn auf meinen Schoß nehmen. Mach das. Was ist denn passiert? Keine Angst, die Kids sind okay. Oder, Leute? Noch alles dran. Ja, nur der arme Husky. Was sagt Philipp nicht hier? Der ist unterwegs. Oh, ich hätte die Kinder nicht so in Gefahr bringen dürfen. Ja, und die Hunde auch nicht. Die haben es doch auch gemacht. Ist auch unsere Schuld. Sag mal, gibt's hier nicht eine andere Tierarztpraxis? Doch, ich kann nicht nach Andreaskirch fahren, zu Dr. Wecker. Der hat früher unsere Tiere untersucht. Schon ein paar Jahre her, aber wenn es jetzt dringend nötig ist, dann... Dann machen wir das. Auf geht's, ich bring die Leithündin weg. Dann komm. Josephine brachte uns schnell nach Freiburg. Als wir Dr. Wecker dann operieren sahen, kamen uns allerdings erste Zweifel an seinen Fähigkeiten als Tierarzt. Alles halb so wild. So ein Bruch verheilt schnell. Ein Glück. Sie sind der Mascha? Bitte was? Der Hundeführer. Mein Dad macht es noch nicht so lange. Das habe ich mir gedacht. Ihr habt ein Schweineglück gehabt. Wie alt sind Sie, Mann? 15 Jahre? Sehr nett. Nett ist beim Umgang mit Tieren für den Eimer. Alles klar? Halt mal den Faden, junge Dame. Hier ist eine OP. Können Sie nicht warten? Ja. Aber ich kann Ihnen auch zur Hand gehen, Herr Kollege. Dürfte ich bitte? Bitte. So. So ein glatter Bruch. Ein sehr tiefer Schnitt. Vielleicht sollte ich mir mal was verschreiben lassen. Zum Beispiel neue Augen. Sie waren ja noch bei der Erstversorgung, Herr Kollege. So, das wird schon wieder, Donny. Gibst du mir die Schere, bitte? Donny heißt er. Klar wusste ich's doch. Und so traten wir den Heimweg an. Allerdings, so richtig nach Hause fuhr ja kaum einer von uns. Ich nicht und Onkel Philipp auch nicht. Passiert. Papa sowieso nicht. Wollen wir heute noch was machen? Hat sich wohl erledigt. Pass mal auf, ich fahr sowieso für ein paar Tage nach Bremen. Vielleicht auch für ein paar Wochen. Hoffentlich nicht mehr. Ich wollte nicht, dass es so rauskommt, das mit mir und Jessie. Eure Heimlichtuerei war echt scheiße. Und bild dir bloß nicht ein, dass ich auch in dich verknallt bin. Vielen Dank. Sie danken mir? Ja, das ist ja Ihre Praxis. Könnte Ihre sein. Sie haben recht, ich suche Nachfolger.
Überlegen Sie sich's. Sie sind ein guter Tierarzt. Mensch, das ist ja noch mal gut gegangen. Ja, ein guter Tierarzt ist eben Gold wert. Ist schon gut. Philipp, ich weiß, was du von mir denkst. Ach ja? Dass ich nicht auf Nelly aufpassen kann. Doch. Aber du bist ihr Vater, nicht ihr Kumpel. Darüber solltest du öfter mal nachdenken. Sag mal, Philipp, Lilie will zurück nach Hamburg? Ja, sieht so aus, als würde eine ganze Völkerwanderung ausbrechen. Wer bleibt eigentlich noch hier? Ich. Na, und ich. Und die Josephine. Und du doch auch, oder? Das wird sich noch zeigen. Machst du sie fest? Hm, ja, klar. Die alle wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Aber ein bisschen Abstand würde uns allen guttun. Aber für immer wollte ich den Schwarzwald auf keinen Fall verlassen.